Hallo Freunde! Die US-Geheimdienste haben den mit Spannung erwarteten Bericht über UFO-Sichtungen des Militärs veröffentlicht. Das am Freitag, am 25.06.2021 vorgelegte Dokument enthält bis auf eine Ausnahme keine Erklärung für die gesichteten unidentifizierten Flugobjekte. Unserem Datensatz fehlt es derzeit an ausreichenden Informationen, um Vorfälle bestimmten Erklärungen zuzuordnen, heißt es da. Hinweise auf mögliches außerirdisches Leben finden sich in dem Bericht zwar nicht, aber die Existenz von Außerirdischen wird trotzdem nicht ausgeschlossen. Die Untersuchung wertete 144 militärische Berichte über Sichtungen zwischen den Jahren 2004 und 2021 aus, jedoch hauptsächlich aus den letzten zwei Jahren. Von den 144 Berichten des Militärs konnte nur für einen Fall, und zwar für einen luftverlierenden Ballon, eine Erklärung gefunden werden. Der Rest bleibt ungeklärt. Bei insgesamt 18 Ereignissen berichteten Zeugen von ungewöhnlichen Bewegungsmustern oder Flugeigenschaften, die möglicherweise fortgeschrittene, noch unbekannte technologische Fähigkeiten demonstrieren. Laut dem Bericht beinhaltete dieses ungewöhnliche Verhalten UFOs, die scheinbar unbeweglich in der Luft blieben, sich gegen den Wind bewegten, abrupt manövrierten oder sich mit beträchtlicher Geschwindigkeit ohne erkennbaren Antrieb bewegten. Was sagt der Bericht nun aus? Nicht viel, zumindest in Bezug auf das, was diese Objekte tatsächlich waren oder woher sie gekommen sein könnten. Sie wissen also immer noch nicht, was die UFOs sind. Auch wenn der Bericht eine Reihe von möglichen Erklärungen vorschlägt, zum Beispiel Objekte wie Ballons, Drohnen, Müll, Vögel, natürliche atmosphärische Phänomene wie Eiskristalle, Luftfeuchtigkeit oder thermische Fluktuationen, dann neue Entwicklungen oder geheime Programme der USA oder mögliche Technologien von Staaten wie Russland und China. Auch private Firmen oder Menschen, die ihre eigenen Technologien testen oder einsetzen. Und zu guter Letzt wird außerirdischer Ursprung nicht ausgeschlossen. Somit bleiben immer noch viele Fragen offen. Aber was sagt ihr zu diesem Bericht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Den kompletten Bericht, falls ihr ihn euch durchlesen wollt, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.